hier schneller durch. Kampflinie. Jetzt geht stumm außen doch hier auf die Innenseite. Ich gehe nach außen. Denk mir, ich bremse sehr, sehr früh. Möchte jetzt hier hintersteigen. Möchte profitieren, dass sie sich jetzt hier überholen. Komm hier durch die letzte Ecke und... Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Es steht das vorletzte Rennen der Rennwelten GT2 Masters an. Und wir starten von der Pole Position. Masters ein Doppelformat. Mein Teamkollege, der Dave Michel, startet von der Pole und zack, werden wir vor dem Rennstart in die Box teleportiert. Und zwar war er genau in seiner Lücke drin. Hat nichts falsch gemacht an der Stelle und trotzdem hat uns ACC kurz vorm Start zurück in die Box teleportiert. Doch was ist passiert? Irgendwie schien es so, als wäre unser Fahrzeug deutlich ja, in der Box vor dem Feld positioniert worden. Und ja, gleichzeitig, während wir im Grünen waren, war scheinbar im Hintergrund irgendwie was nicht im Grünen, weshalb wir wahrscheinlich zurückgesetzt worden sind. Ja, ACC hat auf jeden Fall immer noch neue Features für uns bereit. Ja, doch jetzt heißt es erstmal aufholen, Rhythmus finden und vor allen Dingen dann Auto für Auto schön nach vorne kämpfen. Ab jetzt meine ich natürlich. Ja, Spaß beiseite, ihr habt es gesehen, also da ist irgendwie das Lenkrad eingefroren, der Input. Und ja, dementsprechend hat der Dave sich dann jetzt einmal gedreht und ja, dadurch haben wir noch mal ein bisschen Frontschaden bekommen, noch mal ein bisschen Zeit verloren. Allerdings das jetzt hier in dem Feld auch nicht ganz so dramatisch. Wir müssen einfach gut punkten und dann haben wir am Ende, ja, dann mit Glück schon die Meisterschaft dann vor dem letzten Rennen sicher, was hier auf jeden Fall unser Ziel in dem Falle war. Ja, wir sehen, dass der Dave jetzt hier im Traffic doch frühzeitig hängen geblieben ist. Der Kollege blinkt jetzt hier, damit kann der Dave jetzt hier reingehen. Also wir haben ein extrem gutes Rennauto, eine sehr lebendige Hinterachse und vor allen Dingen auch sehr, sehr warme Temperaturen mit um die 40 Grad Strecke. Heißt also, die Hinterreifen, die werden ja doch über den Stint hier leider mittlerweile dann echt langsam einbrechen und immer schlechter. Ja, und wie unterschiedlich doch diese GT2-Fahrzeuge sind, das sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Dave kommt hier viel besser raus. Der Dave hat auch eine extrem gute Pace, also könnte ganz vorne locker flockig mitfahren. Und jetzt laufen wir auf den AMG hier auf. Ja, und der AMG, der kann gar nichts außer geradeaus fahren. Heißt also, der Dave, der drückt hier schon ordentlich, zieht jetzt hier außenrum mit, quetscht sich jetzt hier neben, ja, muss dadurch ein bisschen spitzer gehen, beschleunigt jetzt erst den AMG so ein bisschen aus, kann jetzt sich sogar hier vorsetzen, also wir sind einmal clear, geht jetzt direkt hier defensive und ja, der AMG kontert hier aber direkt, geht über die Innenseite wieder rein, Dave zieht wieder die Linie, dass er schön hindurchsticht und früher ans Gas geht und kann sich hier wieder vorher behaupten, aber, und wir hören es schon auf unserem linken Ohr, ja, der AMG, der kann uns hier einfach mal locker flockig ausbeschleunigen, geht jetzt hier aber wieder dann in der nächsten Kurve ja, weit, und damit kann Dave wieder vorbei, und jetzt gucken wir in den Spiegel, wie weit der AMG doch weg ist, und ja, trotzdem muss der Dave sich jetzt wieder ganz, ganz wild verteidigen mit mehreren Spurwechseln, bremst jetzt hier leicht nach außen an, hier gibt es eine leichte Berührung in der Bremsphase, ja, damit kann er sich jetzt hier gegen den AMG behaupten, also, ja, wir haben ein sehr, sehr gutes Rennauto und ein sehr, sehr schnelles Rennauto, aber trotzdem ist es im Maserati nicht unbedingt so leicht, dann gerade hier gegen die ganz schnellen Autos auf der Geraden dann zu bestehen. Es geht weiter, das nächste Auto vor uns, ein Porsche GT2 RS Clubsport, und auch der, ja, sollte zumindest von der Leistung und vom Topspeed wahrscheinlich ähnlich aufgestellt sein wie wir. Aber unser Auto natürlich deutlich performanter, was so den Handling-Teil angeht. Wir wissen ja alle, dass der Maserati da doch ein sehr, sehr starkes, gelungenes Auto ist. Ja, und so kann der Dave sich jetzt hier auch fix vorbeisetzen, macht jetzt hier aber den Fehler und dadurch muss er sich jetzt doch erstmal nochmal verteidigen. Wir sehen es hier in unserem Rückspiegel, der Porsche kommt jetzt hier auf der Außenbahn, setzt sich jetzt hier neben und ist jetzt an der Stelle auch clear und damit muss er eben sich nochmal hinten anstellen. Der Porsche geht hier auch ganz gut durch Blanchimont, aber ja, der Dave, mal gucken, ja, zeigt sich jetzt hier direkt auf der Innenseite. Porsche lässt so ein bisschen die Tür auf, trifft jetzt hier die Linie nicht
ganz. Und ja, wir sehen hier schon, unsere Hinterachse ist auf jeden Fall sehr, sehr lebendig an der Stelle. Also wir sind da nochmal deutlich aggressiver unterwegs, was ja der Schritt zum Shop-Setup ist. Also da sind wir nochmal einen Tacken aggressiver gegangen, vielleicht aber auch einen Tacken zu aggressiv, denn hier gerade bei den warmen Bedingungen wurde das schon relativ schnell kriminell, was hier unsere Hinterachse angeht. Ja, und danach wurde das Rennen eigentlich relativ unspektakulär, denn die Lücken zwischen den Autos waren schon extrem groß. Der Konkurrent vor uns, zack, einmal Hinterachse durchgedreht und dann zack in die Mauer. Und ja, das nächste Auto ist dann einmal ein Lapcar gewesen und damit ziehen wir jetzt hier auch nochmal eine Position weiter nach vorne durch. So, ihr seht es hier schon, er fährt hier einfach im Puro rein, ohne wirklich lenken zu müssen. Also ihr habt es gesehen, er geht in die Bremse und das Auto durch einen wirklich minimalen Input zieht sich dir eigentlich schon über die Bremse in die Kurve. Ah, auch hier. Also wir hatten sehr, sehr, sehr viel Rotation über die Hinterachse und das ist immer so ein Punkt. Ja, das ist schnell, wenn man es nutzen kann. Allerdings alle, die jetzt hier kein Vertrauen finden, das ist auch ein Grund, weshalb das sehr wichtig ist, dass ihr ja euch mit dem Auto wohlfühlt, um eure Zeiten zu fahren, dann wird man hier natürlich nicht glücklich, wenn man dann hier so eine Hinterachse dann fährt. Ja, und damit geht's auf P5 liegend in die Box. Michel raus, Biermann rein und ab die Fahrt. Ja, und los geht's. Mit einem ordentlichen Wheelspin hat mich dann entschieden, relativ am Anfang. Ja, fühlte mich erst gar nicht so wohl, denn mehr als 6-7 Runden Practice waren es dann am Ende doch nicht hier für dieses Rennen. Dachte, ich fahre einfach mit TC und dann werde ich hier einfach das Rennen ordentlich runtergondeln, während wir jetzt hier auf Platz 7 zurückgefallen sind. Ja, nach dem Boxenstopp lag mein Rückstand so bei gut und gerne 13, 14, 15 Sekunden auf die ja, drei vor mir Fahrenden. Und dementsprechend hieß es dann schnell Rhythmus finden und dann wollten wir einfach mal gucken, wie weit das dann noch nach vorne ging. Denn wir mussten hier natürlich auch ein bisschen mit unserem Frontschaden klarkommen. Den haben wir nicht repariert, heißt also unsere Vorderachse ist, die Aero auf der Vorderachse ist noch ein bisschen gestört. Allerdings das hier im GT2 an der Stelle, glaube ich, nicht allzu dramatisch. Ja, während wir noch in der ersten der ersten richtig schnellen Runde dann knapp an der Purple Lap vorbei geschrammt sind, war die zweite Runde dann noch ein bisschen besser. So, einmal hier durch die Schikane. Ja, ihr seht schon Hinterachse. Die spielt auf jeden Fall mit und jetzt geht's über die Linie und damit haben wir uns auch die Purple Lap dann an der Stelle zurückgeholt. Also, dass hier an der Stelle auch nochmal ein paar extra Punkte, das Ganze auch nur wirklich relativ am Anfang möglich und dann ist man auch relativ schnell aus dem Fenster rausgefallen, denn die Räder wurden sehr schnell sehr, sehr warm. Wie gesagt, die Bedingungen waren hier extrem heiß auf diesem Server und damit war die Performance dann auch sehr, sehr schnell aus dem Reifen raus. Ja, und da bin ich auf den KTM aufgelaufen und da war vorher schon ein kleiner Fehler vorausgegangen, was mich leider so ein bisschen zurückgeworfen hat. Das waren am Ende so 1-2 Sekunden, die könnten mir nachher hinten raus ein bisschen wehtun. So viel schon mal gesagt als kleiner Spoiler. Hänge mich jetzt hier hinter den KTM. Der geht jetzt an der Stelle weit und ich kann hier die engere Linie fahren. Und jetzt kann ich an der Stelle hier stören, denn ich bin schräg dahinter. Kann jetzt hier die bessere Linie fahren. Kommt früher ans Gas und damit kann ich ihn jetzt hier einfach locker, flockig ausbeschleunigen. Und damit sind wir jetzt auf Position 5 vorgekommen. Und ja, nach vorne hin haben wir jetzt noch gut und gerne, ja, 5 bis 8 Sekunden, um dann hier Positionen 2, 3 und 4 einzuholen. Ja, Zehntel für Zehntel konnte ich abklappern, aber meine Reifen wurden auch immer schlechter und immer schlechter. Das Auto fing an, wild rumzurutschen. Und ja, es sind noch 2,5 Runden, aber es sind immer noch 3,8 Sekunden, die ich Rückstand habe nach vorne. Und damit weht das leider echt, echt eng. Aber sie waren alle in Sicht, ja, im Sichtbereich und auch alle im Zweikampf. Hier sehen wir wieder Hinterachse, wieder leicht überbremst die Hinterachse. Einfach sehr, sehr schmierig aufgrund der hohen Temperaturen. Ja, und damit ging mir leider jetzt die Zeit aus, denn gleich, wenn es über die Linie geht, sind es dann einfach nur noch 2 Runden und damit, ja, wurde das Ganze hier extrem schwierig. Aber die Kollegen haben angefangen zu kämpfen und während Kissig eigentlich, das war klar, dass er noch eine Strafe bekommt, weil er keinen Fahrerwechsel gemacht hat und somit sein Boxenstopp nicht gezählt hat, kamen wir jetzt hier auf die lange Gerade und ja, haben wir einfach den besseren Schwung. Letzte Runde, können uns jetzt hier schon mal den ersten Positionen gegen den
Christian schnappen und die beiden Audis vor mir dann natürlich auch leicht im Kampf. Und da hieß es jetzt einfach dranhängen. Aber ihr seht es auch schon, meine Reifen haben wirklich, wirklich gelitten. Hab versucht zwischendurch zu pushen und ja, das hat man dann am Ende doch gespürt. Wollte mich da jetzt einfach nebenhängen und ja, vor allen Dingen wollte ich auf die Gelegenheit warten, ob sich da vielleicht noch was nach vorne hin dann ergibt. Wir reden einfach mal nicht darüber, was wir hier dann noch am Lenkrad fabriziert haben oder mussten. Denn das wurde auf jeden Fall sehr, sehr aufregend. Dadurch, ja, können wir auf jeden Fall immer ein bisschen eher ans Gas gehen. Allerdings hilft das natürlich auch nicht, wenn wir dann in jeder Kurve rutschen und alles dann potenziell noch schlimmer wird. Hab jetzt versucht, hier ein bisschen besser auszuholen, hier ein bisschen schneller durchzukommen. Auch das hier sehr, sehr schwierig und jetzt wusste ich jetzt an der Stelle, hier kommt es gleich drauf an, das sind jetzt die wichtigen Kurven. Traktion sauber auf den Boden bekommen, jetzt hier einmal durch einen Mini-Lift versuchen in den Windschatten zu hängen und jetzt haben wir eigentlich nur noch die Schikane-Zeit, um jetzt hier irgendwie aufs Podium zu kommen. Das Ganze extrem schwierig, denn wenn wir versuchen hier auf Tauchgang zu gehen, dann müssen wir aufpassen, dass wir vorne den Hannes nicht treffen. Komm jetzt hier schneller durch, Kampflinie. Jetzt geht stumm außen doch hier auf die Innenseite. Ich gehe nach außen, denke mir, ich bremse sehr, sehr früh, möchte jetzt hier hinterschneiden, möchte profitieren, dass sie sich jetzt hier überholen. Komm hier durch die letzte Ecke und ja, werd an der Stelle dann einfach von Hannes einmal so halb auf die Hörner genommen. Ich würde sagen, da war sehr, sehr viel los und das sollten wir uns nochmal von außen anschauen. Ja, die Ausgangslage war eigentlich klar. Ich habe gehofft, dass sie vor mir anfangen zu kämpfen und ich irgendwie profitieren kann. Und das ist ja an der Stelle dann auch so eingetreten, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. War früh auf der Bremse, wollte gar nicht wirklich angreifen, war eher sehr defensiv unterwegs, sehr zurückhaltend. Hab gehofft, dass die beiden weit gehen und das hat perfekt funktioniert und da hatte ich die perfekte Geschwindigkeit, um direkt hinter ihnen reinzuschneiden. Schön eng, also an der Stelle, jetzt war sowieso eigentlich alles zu, war jetzt hier recht früh auf der Bremse und dadurch kann ich jetzt hier einfach mich sehr gut positionieren, aber Hannes hat einfach mal, ja, weiß ich nicht, beide Augen ganz woanders und fährt uns jetzt hier einmal komplett über den Haufen, also ja, sehr unnötige Aktion. Hat uns jetzt hier Position 2 gekostet, aber trotzdem hat es an der Stelle für die Meisterschaft im Rennwelten Masters gereicht. Und das ist auf jeden Fall unser größtes Ziel gewesen. Hatten dadurch jetzt ein relativ unterhaltsames Rennen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also von hinten starten, dann hier irgendwie durchs Feld fliegen. Macht ja an der Stelle dann auch nochmal sehr viel Spaß. Und das Auto hier an der Stelle über die Hinterachse schön immer im leichten Drift zirkeln. Natürlich auch sehr, sehr unterhaltsam. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Rennwelten Masters ist somit für uns abgehakt. Den Streicher können wir jetzt hier noch ordentlich einbauen. Und ja, ich bin sehr gespannt zu eurem Feedback, denn Renn-Content hatten wir jetzt schon lange nicht mehr, auch wenn das Feld hier sehr, sehr klein ist. Allerdings komme ich aktuell auch nicht so viel zum Rennen fahren. Heißt also, so viel Renngeschehen kann ich euch da leider nicht bieten. Ja, ich bin mal gespannt, wie der Titel wird. Ich glaube, wir wurden doppelt gescammt. Einmal von ACC und dann einmal vom grünen Audi. Alles klar. Das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, ihr wart halbwegs gut unterhalten, während ich jetzt hier noch in die Box wieder reindrifte und bedanke mich fürs Dabeisein und würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.